Bestes Troll-Level. Und dann auch noch für mich. Moritz 3000. Ich hoffe, er hat 3000 Trolls in dieses Level verbaut. Ich finde das irgendwie cool, wenn Level extra für mich gemacht sind. Fühle ich mich richtig geehrt. Heppa! Okay. Ein kleines Feuerwerk zu Beginn. Muss auch schon mal den richtigen Ton setzen. Na, bisher. Ich meine, gegen Fisch bin ich zwar allergisch, aber deswegen auch so gewappneter. Ich warte eigentlich nur darauf, dass... Wer soll denn da drauf reinfallen? Andererseits, wo soll ich sonst hin, ne? Ich ziehe eigentlich noch mehr. Vielleicht so einen versteckten Developer-Exit? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wer weiß das schon? So. Komme ich jetzt direkt darüber? Das ist... Ah! Der Block war ein bisschen... slippery. Nein, nicht wirklich. So, was das? Ich lebe noch? Danke. Ich kann es immer noch nicht lesen. Geh in die... Ich war nicht darauf vorbereitet, dass da was auf Deutsch steht. Das kommt ja nie vor. Das ist cool. Okay, was hieß es? Geh zurück in die Pipe. Aber nicht die Pipe? Die andere Pipe? Die andere Pipe. Dann bleibt ja eigentlich nur die hier. Okay. Ach echt, jetzt hat man... Das hat man nicht gesehen, dass da Blöcke sind, die freigesprengt werden können. Das war ja ein schneller Checkpoint. Das beunruhigt mich ehrlich gesagt mehr, als dass es mich freut. CP1, ja. Wenn es schon extra dasteht. Rote Münzen gibt's auf jeden Fall eine Menge. Ist das eine Grube mit unsichtbaren Blöcken? Sieht fast ein bisschen danach aus. Okay, aber dass es auf jeden Fall unsichtbare Blöcke gibt, das weiß ich jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass da was drunter versteckt ist. Nein. Wieso bin ich noch am Leben? Das ist schon wieder ein Hinweis. Da ist tatsächlich was. Ich bin nur nicht hoch genug gesprungen, oder was? Springen. Springen. Geduckt springen. Das ist es also. Hatten wir das nicht erst vor kurzem? Hätte ich mich eigentlich dran erinnern müssen, ne? Moment, was ist das denn jetzt? Toll. Grandios. Jetzt können wir da nicht mal zurück. Soll ich direkt mal zur Safety Coin gehen? Ey, aber da kann man sich nicht mal umbringen, ne? Ich glaube, das ist gar keine so gute Idee. Aber wenn, dann jetzt. Wenn, dann jetzt. Später traue ich mich nicht mehr. Okay. Moment, ich habe... Okay. Dann... Lass doch mal in diese Röhre noch mal hineingehen. Da steht Hallo. Hallo. Aber es fehlt der Soundeffekt. Der Hallo-Soundeffekt. Die können vorher nicht da gewesen sein, oder? Ohne Witz! Wie soll ich an denen vorbeigesprungen sein? Das ist definitiv der gleiche Raum. Was für ein Dusel hatte ich da denn bitte? Weird. Okay, aber ist es auch die Tür oder gibt es irgendwo noch eine versteckte? Ich habe das Gefühl, dieses Level will einen in jedem einzelnen Schritt zerstören. Das denn jetzt gebracht? Oh, das sind ganz... Habt ihr das gesehen? Das sind eine ganze Menge rote Münzen auf einem Haufen. Yay, es ist abgespeichert. Soll ich mal hier rein als nächstes? Oder soll ich die Erwartungen durchbrechen und stattdessen zuerst in die Tür? Das ist mein persönlicher Albtraum. Oh Gott, nein! In einem Korridor mit einem riesigen Hund gefangen zu sein. Der jetzt auch noch Musik macht. Kommt dann... hoffentlich kommt da nicht noch... Doch, natürlich. Es ist ein gesteckter Power-Up. Hab ich's doch gewusst. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich komm nicht mal da durch. Fettschädel-Toilette.
Moment, den muss ich gar nicht aktivieren. Das heißt, hier ist Geduld gefragt. Ich habe das noch nie in Echtzeit wechseln sehen. Ne? Du, normalerweise kommst du in den Raum und dir wird das eine Power-Up angezeigt und dann kommst du wieder rein und das ist das andere. Aber hier wird es direkt geändert. On the fly. Hast du die Möglichkeit, mich klein zu machen? Wenn ich das jetzt... Oh! Wie habe ich das überlebt? Und will ich das überhaupt? Nein. Ich habe das Gefühl, ich will es nicht. Und warum hat das ausgesehen wie ein Schweinchen? Bin ich hier echt verkehrt? Das sieht jetzt auch nicht viel besser aus da drüben. Eigentlich ist es voll offensichtlich, ne? Du hast diesen Schalter hinter dem Power-Up. Natürlich passiert da was. Okay. Kann ich den... Ehrlich gesagt, will ich vielleicht da oben durch? Nö. Oder doch? Help! Ah, wie kryptisch. So, jetzt hier. Das ist nett. Linke Doni. Das heißt, diesen Part muss ich mindestens zweimal machen, weil ich nicht beide Münzen auf einmal einsammeln kann. Geht das wirklich nicht? Kann ich das cheaten? Oh, warte mal. Vielleicht kann ich es wirklich cheaten. Was ist hier hinter? Das sieht... Sieht aus wie das Ziel. Kann es aber nicht sein. Warum erschrecke ich mich da jedes Mal, ey? Ich denke mal, wenn ich das Power-Up habe, passiert mir nichts. Hat mir der Helm über... Ich muss da runter für den Helm. Boah. Das war slick. Okay. Habe ich keine große Hoffnung, da ranzukommen. Wieso sieht das eigentlich so merkwürdig aus, wenn man sich duckt und den Helm... Guck mal, wie der noch wackelt. Was soll das denn? Da war der Animateur ein bisschen zu übereifrig. Dann gehe ich hier hinten hoch, aber das ist doch zu hoch, oder? Ich kann keine 5 Blöcke hoch springen. What? Darf ich den Helm... Doch, ich... Spielt doch keine Rolle, ob ich... Wow! Spielt doch keine Rolle, ob ich den Helm aufsetze oder nicht. LOL, da steht LOL in der Wand. Das Schwert kann ich auch nicht. Vielleicht muss man hier was ganz out of the box machen. Wie wär's denn zum Beispiel damit? Oder? Ich will da nicht reinspringen. Okay, aber theoretisch käme ich jetzt zumindest einmal schon da durch. Also ist es nicht ganz verkehrt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Vorausgesetzt. Ja, auch das ist... Nein! Boah, das habe ich immer noch nicht probiert, ob man hier vielleicht einfach durchkommt. Kommt man vielleicht einfach durch? Und ich habe es mir mal wieder viel zu kompliziert gemacht. Ich will nicht darunter. Keinen... Nein, 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 will nicht. So. Jetzt könnte ich da noch Sachen freispringen, aber da war, glaube ich, nichts. Wofür ist das denn? Keine Ahnung. Aber ich darf die Münzen noch nicht... Oh, wow. Ja, aber wenn die wiederkommt, dann will ich die doch garantiert nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sprengen das einfach weg. Mit Gewalt. Bamski. Ist hinter den One-Ups was versteckt? Ich trau denen nicht. Nee, warte mal, das glaube ich... Come on, nicht mal das, Lester. Guck
Congratulations, you played yourself. Naja, wenigstens hat das hier eine einfache Lösung. Oder? Es hat doch eine einfache Lösung. Vielleicht will es mich das auch nur glauben lassen. Soll ich jetzt? Ich will diese dämliche Blume nicht. Es kann doch nicht sein. Das wäre viel zu offensichtlich. Okay. Kann einfach raus hier. Das ist der Dreierbunch. Na gut. Na gut. Jetzt habe ich schon eine Menge Münzen. Fühle ich mich richtig krank. Ich hoffe ja noch, dass ich nichts kaputt gemacht habe. 12? Oder heißt das 1, 2? Was werde ich hier? Ja, diesmal kann ich nicht zurückgehen. War das jetzt wirklich nur ein 50-50 Pick-a-Path und ich habe mich fürs Falsche entschieden? Ey, was ist, geht mit dem Ding ab? Oh, merkwürdig, jetzt habe ich kein Link-Kostüm mehr. Ich gehe trotzdem mal hier runter. Ich wusste es. Also, wenn ich was weiß, dann was es mit Fischen auf sich hat. Ah! Ich glaube, ein Fisch hat mich noch nicht erwischt, oder? Kommt das nochmal wieder? Vielleicht sogar mit einem zweiten Fisch. Danke fürs Absetzen. Ja gut, das sieht jetzt nicht so aus, als wollte ich da unbedingt rein. Ach du Schande. Ernsthaft? Das kann's doch nicht gewesen sein, oder? Nein, geh doch da rein! Alter! Vielleicht brauche ich noch einen dritten Schlüssel. Nein. Na, ha! Oh! Cooles Level, man muss es ja nicht immer übertreiben. Vielen Dank dafür und natürlich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.